Carajo von Cassilano Quickstar. Große Sportlichkeit zeichnet den Siegerhengst der Körung 2014 im Besonderen aus. Das Exterieur des mittelgroßen Junghengstes ist geprägt von positiven Reitpferdepoints. Aus einer hervorragenden Galoppade heraus springt der braune Junghengst jederzeit mit großer Leichtigkeit und Vorsicht. Er zeigt einen sehr guten Ablauf am Sprung, wobei seine Hinterhandtechnik besonders auffällig ist. Ein sicheres Erbe seines Großvaters Quickstar, der ihm auch zweifellos seine Einstellung und seinen Kampfgeist vererbt hat. Weiter gereift präsentierte sich Carajo in der vergangenen Saison unter Ebba Johansson. Zwei Springpferdeprüfungen der Klasse M konnte er gewinnen und platzierte sich mehrfach in Springen der Klasse L und M. Carajos Vater, Cassilano, war Siegerhengst der Körung 2009 in Neumünster und konnte Springpferdeprüfungen mit Noten bis zu 9,0 für sich entscheiden. Beim Bundeschampionat 2012 platzierte er sich hoch in den Qualifikationen und qualifizierte sich für das Finale. 2014 kam es zur Verpachtung Cassilanos an das Gestüt Birkhof in Baden-Württemberg. Die Mutter Stella verdient das Prädikat besonders wertvoll. Selbst im Sport unter Jens Ritters bis zur Klasse S erfolgreich, ist sie eine der wenigen Quickster-Stuten in der Holsteiner Zucht und verfügt über ein Pedigree der Extraklasse. Ein besonders typvolles Stutfohlen von Carajo aus der Zucht von Jens Ritters